Tja, das sind sie alle. Die Backstreet Boys. Genießt ihr euren Erfolg noch? Oh yeah. Ja, auf jeden Fall. Aber meinte ich, der Erfolg hat euch garantiert verändert. Muss ja zwangsläufig euer Leben verändert haben. Na. Well, our life, but not ja, unser Leben not schon, aber nicht unsere eigenen Persönlichkeiten. Wir sind immer noch dieselben. Exactly. Also yeah. Freizeit, Menge hat sich verändert. Lebt ihr nicht mit einem riesigen Erfolgsdruck? Man sagt jetzt, oh, Quit Playing Games war eins und das war dies, Gold, Platin und jetzt müsst ihr immer wieder einen draufsetzen. We set these goals wir haben ourselves. Diese Ziele uns selber gesteckt. Wir haben, müssen noch viel machen, was wir jetzt noch nicht getan haben. Wir haben diese Standards für uns selbst gesetzt. Wir haben gar keinen Druck von niemandem. Es kann nur noch besser werden. Wir wollen, dass die Sachen immer noch besser werden. Es gibt immer noch Platz für Verbesserungen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man einen Song schreibt und dann im Hinterkopf haben muss, naja, der muss jetzt natürlich auch in die Charts gehen und erfolgreich sein. Kann man da nicht noch, ist es dann noch möglich, frei aufzuarbeiten und einfach nur frei von der Seele wegzuschreiben? Ich glaube, für uns ist es ziemlich... We just want to make good music. Wir wollen einfach gute Musik machen. It's great if it hits up in the top super, the charts, wenn einer ein von unseren Songs ganz oben in die Charts geht. Happy and our fans aber solange happy music, wir glücklich sind und unsere Fans glücklich sind, macht uns das eigentlich nichts aus, ob das Lied in die Charts geht oder nicht. Okay. Seht ihr das denn als eine Gruppe, wenn ihr kopiert werdet? Es gibt ja viele Gruppen, die man sagt, naja, nachdem es die Backstreet Boys jetzt gibt, dem riesigen Erfolg, ähnlich sind, ähnliche Musik machen, ähnliche Outfits tragen. Ich sehe es so, das ist eine Art Ehre für uns. Das ist wie ein Kompliment. Jemand, der so sein will wie wir. Also als wir zuerst in der Musikszene bekannt wurden, wollten wir natürlich nicht werden wie jemand anders, sondern wir wollten die Backstreet Boys werden. Ah, und viele Leute haben uns damals gesagt, ja, ihr wollt so werden wie so und so. Das ist natürlich nicht mehr so wichtig. Jetzt mehr, wir sind nicht mehr so ganz neu, wir sind jetzt schon ziemlich lange dabei. Das ist wichtig, dass man sieht, dass andere Gruppen jetzt mit uns verglichen werden. Das ist eine Ehre für uns. Seht ihr, wenn eine Gruppe jetzt mal erfolgreicher ist als ihr, würdet ihr dann sagen, na gut, es gibt einen gewissen Konkurrenzkampf, dass man sagt, na gut, das Willen, die Single von NSYNC ist besser gelaufen oder Boyzone zurzeit höher in den Charts als wir. Gibt es da irgendwie so Rangeleien? Verstehen sich die Boygroups untereinander eigentlich? I think if anything, it's friendly competition. Das ist, wenn dann, ein freundlicher Wettbewerb. It's always good to have that. Es ist immer gut. It keeps you on your edge, on your toes, you know. Wenn jemand dir hinten dran bleibt und Ziele setzt und man sich verbessern muss. Wir sind natürlich nicht alleine auf in der Musikszene. I guess really, if you want to say quote unquote compete. Ja, wir müssen den Wettbewerb standhalten. Pretty much with all the guy groups that are out there. Die ganzen Boybands, die draußen sind. Boyzone, NSYNC, etc. It's cool. It's a friendly environment. You know, ja, we see each other at gehen freundlich miteinander um und wir sehen uns immer nach Partys and, und bei Auftritten. We respect each other. Wir respektieren uns gegenseitig. Habt ihr nicht oft das Problem, wenn ihr jemanden kennenlernt und sagt, naja, oder der sagt, ja, wir sind Freunde oder so, dass die Leute vielleicht eher den B-Rock in dir sehen und nicht irgendwie den Brian? You mean the people in the entertainment business? Ja, meint die Leute in der Unterhaltungsbranche? I think it's, ich glaube, like after parties ist wie nach Partys und sowas, oder nach Aftershows. Es ist immer ganz wichtig, jemanden kennenzulernen und ihm beizubringen, dass ich bin und nicht B-Rock on stage. Es ist zwar nicht so, dass es jetzt zwei verschiedene Leute sind, ich bin mehr so introvertiert als auf der Bühne. Das sind wir alle so ein bisschen. Es ist ein ganz kleiner Unterschied. Was mich interessieren würde, wie funktionieren die Backstreet Boys eigentlich? Ihr seid tagtäglich zusammen, wie in einer Familie. Und da gibt es natürlich, sprich, Reibereien. Ihr fahrt in einem Tourbus und Kevin will jetzt Madonna hören und Nick möchte jetzt Wu-Tang Clan hören und AJ möchte Montel Jordan hören und Howie Prince. Ich weiß nicht. Wie kann man das beisetzen? Wie geht ihr mit kleinen Reibereien um? Gibt's da so, würdet ihr sagen, diskutiert ihr viel aus oder sagt ihr manchmal, streitet ihr euch auch mal?
Und gibt es da einen Schlichter? Wir sind eigentlich wie Brüder. Wir haben kleine Streitereien über dies und jenes, aber niemals körperliche Streitereien. Wir machen das immer mit Worten. Mal. Keine Schwierigkeiten miteinander, größere Art. Wir reden immer miteinander. Wir streiten uns schon. Es ist wichtig, dass man sich ab und an mal streitet. Man wächst und lernt daraus. Das macht einen erstmal richtig individuell zu einer Persönlichkeit. Das steckt sich in unserer Musik wieder. Das ist ein wunderbarer Schlusssatz, finde ich. Nick, und deswegen darfst du jetzt auch diesen wunderbaren Satz da vorne vorlesen. Was steht da? See you soon. The short commercial break. After. Nach der Werbung. Yes. Backstreet Boys schreien. Ich und die Jungs. Und hier sind die ganzen Gäste und die haben uns das alles eingesendet. This is all for you guys. Wow. Competition, so. Incredible. Unglaublich. Incredible. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. We're gonna take a short look what's happening outside. Wir gucken jetzt gerade mal ganz kurz, was draußen los ist. Wir kommen zurück. Wir gucken mal, was draußen los ist. Oh mein Gott. Oh, meine liebe Güte. Das ist live, das ist live, ne? Komm, wir gehen raus. Can we go outside? Können wir rausgehen? We're gonna go outside. Wir gehen raus. Oh, da! Wir gehen jetzt raus. Ja, guck mal, take a look, what do you like? Pick up your favorites. I like AJ's, where's AJ's? Das von AJ mache ich am liebsten. This is good. Das ist richtig gut. Julia Kleiber. This is the best picture. Das beste Bild. She says she likes my nose. Sie sagt, sie mag meine Nase. I have a cute nose. Ich habe eine ziemlich süße Nase, vielen Dank. It matches my big schnauze. Ja, passt auf meine, passt mal zu meiner großen Schnauze. Sind die allen Mikrofone gekommen? Hier ist auch was ganz Interessantes. Das soll B-Rock sein. Yo, B-Rock, you changed, man. You changed. What? Oh, this is oh, you. Wow. Oh, nein. That was you, man. What oh, nein, das warst du, ja. Nein. Nein, ja. Das ist cool. Oh, my goodness. Ach, du liebe. Gummy Bears. I still like the gummy bears. I never bring your heart. Dankeschön. Do your Donald voice for that. Ah, boom. Mach mal die Stimme nach. Gucken wir mal ein bisschen raus, was hier so alles rumliegt. Gummibärchen. That's some funny stuff. Sorry. Hier ist was Lustiges. No, I was looking at something. Ich hab nur hier was gerade was gesehen. Oh, yo, take that out. Rolling ja, nimm das doch mal da. Oh, oh, yo. That's a nice one. Wait, see? Oh, das ist schön. Ja, guck mal. Oh, nice. Small head. Whoever. Oh, ein ziemlich kleiner Kopf. You don't understand. I really hurt myself bad on these things. I will never ride them ever again. Ich werde mir das niemals wieder mit Rollerblades fahren. Ich bin mal richtig hingefallen. Hey, Kev, keep pull it up. Bring it up. Don't get that one. Take it to Look, Nick. Guck mal hier, Nick. I killed myself on rollerblades. Rollerblades. Oh no, it's candy. Es ist ziemlich ruhig hier drin. Ja, ne? Ist ruhig. Seid ihr alle da? Okay. AJ, da oben ist Kevin im Rennfahrer-Outfit. Wow. Whoa, that's the abstract Kevin. Oh, das ist der abstrakte Kevin. Das ist Kunst. Ich muss mich wieder zusammensetzen. Und zwar selber. Like a convict in all these pictures. Guck mal, ich bin verhaftet worden. Das ist auch sehr schön. Gummibärchen. Das schön. Ich habe ein schönes gesehen von Eine nette Shopping-Erfahrung. Auf der anderen Seite, das müssen wir auch mal zeigen. Da ist nur ein Problem mit der Nase gewesen. Wo ist der? Ja, hier. That's cool. Guck mal, meine Nase. Hey Brian, are you taking my gummibears? Hey, isst du etwa meine Gummibärchen? Wer isst die Gummibärchen schon wieder auf? Oh, let me have some. Oh no, oh no. Nein, die sind für Howie, lass die Finger davon. Gummibärchen. Gummibärchen. Wir lieben Gummibärs. Do you like swing beat? Mögt ihr Swing? Swing beat, R&B music. Oh, heck yeah. You like Teddy Riley and stuff? Oh yeah. Especially. Ja, auf jeden Fall, klar mögen wir das. Extra für AJ. Genau. Hey. Black, not Backstreet Boys. Black Street. Is that what's Black coming up next? Yeah, okay. Kommt das jetzt als nächstes? Black Street? Coming up next. Als nächstes haben wir Black Street Boys with Haben wir die Black Street Boys. Don't leave me. Mola und die Backstreet Boys.
Nicht die Black Street Boys? Hey, nein, die Black Street. Nein, nein, nicht die Black Street. Black Street gibt es, ne? Nein, nein. Yeah, no, no, no. We have, oh, you don't have an earpiece no more. No, we don't have an earpiece. Oh, you got one. He's got one. Ah, du hast einen Ohrstecker. Okay, we're gonna play a little bit of Clipmaster right now. Wir spielen ein bisschen Clipmaster hier. Genau, richtig. And you know the game? Do you get... Yep. Y'all know the game. Y'all know the game. Okay, no problem. Ja, das Spiel kennen wir. Ihr kennt das alle. Ihr werdet jetzt schauen, wir werden ein kleines Video für euch ein bisschen verfremden. Gewinnen könnt ihr natürlich diese CDs hier vorne, die handsigniert werden von den Backstreet Boys. Ah! Okay. Ihr habt natürlich die Chance, dann anzurufen unter 01805151. 01805151. How you say the number ones? 1, 8, 0. Ich weiß leider nicht, wie man das ausspricht. Sag's auf Englisch. 01805151751. Genau, diese Nummer müsst ihr anrufen, wenn ihr die handsignierten Backstreet Boys CDs und die Interaktiv-CD gewinnen wollt. Übrigens Titel Nummer 4. Ah, nee, da bin ich gar nicht mehr drin. Ach, doch, doch, das ist die alte. Look, this is a really great song. Guck mal, das ist ein ziemlich gutes Lied. Ah, Mula. Ah, Mula. Really great song. Ziemlich guter Song. Ja, genau, richtig. Aber das ist ein great song, too. Das ist auch ein ziemlich cooler Song. Number one, Backstreet Boys. Also, das könnt ihr alles gewinnen, wenn ihr es rauskriegt. Jetzt schauen wir uns erstmal ein Filmchen an. Bumm. Oh, 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 oh. Okay. Boys, now you just say hello. Jetzt sagt er erstmal hallo. 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 Caller. Caller. Caller number one. Hallo, Nummeranrufer, hallo. Nummer eins. Hello. Hello. Hallo. 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 Hallo, sprichst du Englisch? Kannst du Englisch sprechen? Naja, ich lasse es lieber. Nee, nee, probier mal. Komm, schieß mal los. Begrüß erstmal die Backstreet Boys. Hi. Hallo. Hallo. That was not bad. She speaks English. Ganz she says she's English. How are you? Good. Very good. Good. Danke. Bei dir auch? Hm? Bei dir auch? Dir geht's dir auch gut? Ja. Gut. Well, we got a little communication problem right here. Kleines Kommunikationsproblem hier. Oh no, kein Problem. Also sag doch ganz einfach, glaubst du, dass du rausgekriegt hast, wer das gewesen ist? Welches Video? Nee, überhaupt nicht. She says she don't know. Sie sagt, sie weiß nicht, wer das im Video cool. War. Is she called to talk to us? Yeah, she just cool. Called to... Sie hat einfach good. Nur so angerufen. Okay, du hast einfach nur so angerufen. That's cool. That's okay. That's okay. Yeah. No problem. Super. Kein Problem, okay. Super. Wolltest du auch was sagen zu Backstreet Boys? Ich hab euch ganz doll lieb. Oh, she said she likes it very much. Oh. Very, sie mag very euch sehr. Much. Dankeschön. Big hug. Dankeschön. Thank you. Also, alles Gute an dich, ne? Alles dann. Naja, keine Geschenke. Tschüss. 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 Everything is possible, right? You just call. Alles ist hier möglich. Ruf einfach an. Hi, how you doing? I don't know what it was, but so. You know, I just want to talk to you. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich möchte einfach mit euch sprechen. Kein Problem. Kommen wir zum nächsten. Say hi. Hi. Hello. 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 Wie geht's? Gut. Alles klar? Wer ist denn da? Die Raffaella. Raffaella. The name is Raffaella. Mein Name ist Raffaella. Okay, Raffaella. Weißt du, kannst du Englisch sprechen? Nein. Kein Englisch? In welcher Klasse bist du? In der zweiten Sekundarschule. Zweiten Sekundarstufe? Das aus ist dann. Der aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Oh, das ist ein anderes System, als wir haben. Also, wie ja, alt bist du denn? Wir lernen Französisch. Ihr lernt Französisch? Ja. Oh, parlez-vous français, petit peu! Oh, 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 okay. Oui, oui! Okay, dann also, mach das einfach. Can you someone speak French? Könnt ihr ein bisschen Französisch sprechen? No, no, no. We don't speak French. Nein, wir sprechen nicht Französisch. Egal. Ich spreche nur Deutsch. Weißt du, was es gewesen ist? Ja, ich glaube. Okay, dann probier's. Sie sagt mit Time's Ticking Away. Time's Ticking Away. What? Nein, she said C-Block with time is ticking away, is that right? Sie sagt no. C-Block time is ticking away, right. Stimmt das? C-block. Nein, das stimmt nein. Nicht. Nein. Nein, nein, nein. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nein, es tut mir leid. Mir auch leid, ne? Schöne Grüße in die Schweiz, ne? Ja. Ciao. Danke. Ciao. Okay, next. Als nächstes. Nächste, hallo. Bitte. Hallo. 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 Who, hallo. Who is it? Wer ist es? Ich bin Miriam. Miriam. Ja. Miriam, wie alt bist du? 14. 14 Jahre, dann bist du in der wievielten Klasse?
After. Ach, ich lasse seit 3 Jahren Englisch. Alles klar, wir sprechen jetzt Englisch mit dir. Okay. Okay, she speaks English. Sie spricht Englisch. Cool. Okay, now, AJ, you take over. Ah, do you know what the video was? Weißt du, wer das Video war? Was das war? Spice Girls. What? Say You'll Be There. Spice Girls mit Say You'll Be There? Ja. Yeah. Mm. I think that's right. Ich glaube, das stimmt sogar. Oh Gott. Nein. It's not that. Now, let's take a look, right? Howard. Komm, wir gucken uns das mal an. Let's take a look, right? Let's just look. Wir gucken uns das einmal an. Oh Gott. Ich wusste, dass das stimmt. Danke. Du hast richtig gemacht. I told you she was right. Ich hab doch gesagt. Du hast gewonnen. Ja, das richtig geraten. Okay, dann werden wir die CDs, also beziehungsweise ihr die CDs unterschreiben. Huh? Boys, gonna sign all these CDs right here. Ihr unterschreibt die CDs jetzt. Die gehen dann alle sich. Du kriegst also hier all diese CDs. Backstreet Boys, Backstreet Boys und I2 Viva Dance oder eine Viva Interaktiv. Was sagst du dazu? Geil. Kriegst du einen riesen Applaus unserem Publikum? Super. Perfekt. Und ich sage jetzt ganz einfach mal einen schönen Tag noch. Danke. Weiter zuschauen. Die Backstreet Boys bleiben hier alle bei mir. Und werden noch ein paar Geheimnisse hier im Mikro rausgucken oder ein paar Geheimnisse hier vom Haus. Werden wir mal sehen, ne? Also dranbleiben. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss. So, since you're such a good host. Weil ihr so tolle Moderatoren seid. Okay. Oder weil du ein so guter Moderator bist. Next Bitte. Video. Sag das nächste Video an. Ja, ja, das ist der Von da vorne, vom Teleprompter. Spice Girls will say you'll be there. Yeah! I did it. Thank God. Ja. 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 Ah. Wir sind immer noch hier mit BSE, Entschuldigung. BSB. Yes. Kleiner Wortwitz am Rande. Wie geht ihr mit eurer Fanpost um? Yes. Well, we have. I'm gonna read a letter right now. Ja, ich werde jetzt mal direkt einen Brief vorlesen, den wir bekommen haben. Wie wir nach Viva geschickt bekommen haben, wie wir mit unseren ganzen Briefen umgehen. Wir haben einen Fanclub und die uns dabei helfen, die ganzen Briefe zu beantworten, die wir selber nicht beantworten können. Jetzt lesen wir direkt hier live einen Brief vor. Says, what's up, what's up? Wie geht's, wie geht's? We heard that the Backstreet Boys Als wir gehört haben, dass die Backstreet Boys nach Interaktiv kommen im Mai, haben wir uns entschlossen, diesen Brief zu schreiben. My name is Svetlana. Ich heiße Svetlana. All my friends and pals call me Svet. Alle meine Freunde nennen mich Svet. She's 17 years old. Ich bin 17. She says, anyway, my hobbies are, meine I love to Hobbys write long sind, letters, ich schreibe gerne lange Briefe. Especially to my best pal, Steffi, an meine besten Freunde Lia, Anna, Steffi, Lea, Nick, Anna, and Nick Moni, und Moni. I think that's it. I like to go to concerts to meet my pals. Ich gehe gerne auf Konzerte, treffe mich mit meinen Freunden und gehe einkaufen. Und ich habe noch eine andere Schwäche. Cuddle toys. Kuscheltiere. I love these cuddle things. Ich liebe Kuscheltiere. If the Backstreet Boys have too much of it, wenn die Backstreet Boys zu viel davon haben, I want them. Will ich sie gerne haben. Cool. Let's see. And oh, this is in German now. Oh, das Let's ist jetzt Deutsch. Okay, los, Kevin, mach schon. Okay, well, my name is Ines, but my pals call me Meine Nessie. Meine Freunde nennen mich Nessie. And I am 16. Und ich bin 16 Jahre alt. And she is exactly one day after Howie's birthday. Oh, sie hat einen Geburtstag nach Howie Geburtstag. Yeah. what am I doing all day long? Was ich den ganzen Tag mache? Only bad things. Nur schlimme Sachen. No, she's joking. Aber nur, war nur ein Spaß. From Monday to Friday, I'm very busy with school. Ich bin in der Woche immer mit der Schule sehr beschäftigt. That's what she says. And, but if there's any free time, I love Wenn to ich aber Freizeit music, habe, höre ich cinema, gerne Musik, gehe ins friends, Kino, shopping, treffe mich mit Freunden, gehe shoppen. Everything that she just has fun doing. Alles, was Spaß macht. I'm also a big fan of Ich bin ein großer Fan Diddle, von D-I-D-D-L. Diddle? D-I-D-D-L? Diddle. Die kleine Maus. And the little jumping mouse with the big feet. Die kleine Springmaus mit den großen Füßen. But the Backstreet Boys are also Aber die Backstreet Boys sind auch Boys to cuddle, of course. Welche zum Knuddeln. I would like to cuddle Alex Ich würde gerne Howard. Mit Alex knuddeln oder mit Howard.
They are my favorites. Das sind meine Lieblinge. Why I like these two guys? I love Alex. Warum ich die beiden mag? I'm very similar to him. Alex, weil ich ihm sehr ähnlich bin. Sometimes I get really crazy. Manchmal werde ich total Banane. Manchmal möchte ich auch alleine sein und niemand um mich herum haben, der mir auf die Nerven geht. I'm an only child like Alex. Ich bin ein Einzelkind wie Alex. And Alex is contradictory. Alex ist sehr widersprüchlich. I'm contradictory. I can ich bin also widersprüchlich. Funny. Ich kann auch sehr lustig sein. And I love Howard because und ich mag he's just Howard, a really sweet guy. Weil er sweet. Sehr süß ist, ein sehr süßer Kerl. So and has, cute. And he has und er hat a great smile. Ein hervorragendes Lächeln, ein umwerfendes Lächeln. Thank you. Danke schön. And it says, Enis, why do you like warum Kevin magst du Kevin am meisten? Das ist einfach seine ganze Art. Yeah, right. Always honest. Er ist immer ehrlich. And he lets you melt away because of his einen mit seiner Bescheidenheit dahinschmelzen. His eyes are shining. Seine Augen leuchten. That's not what it says. Bright when he's laughing. No, I'm reading. Like, nein, ich lese hier gerade vor. Naja, steht hier ja. He's making it up. He's making it up. Verwechselt er was? Vielen Dank für die Komplimente. Sehr vielen Dank. You mean keep reading? Yeah, yeah. Soll ich weiter? Soll ich weiter vorlesen? Soll ich weiterlesen? Yeah, okay. Okay. Anyway, right now we. Jetzt. Where we, let's see. I can't read. Anyway, right now. Jetzt. We are on TV One. Wait. Jetzt sind wir im Fernsehen. While we're on TV, nein, jetzt, wo wir im Fernsehen sind, kann ich die Chance nutzen und mich bei meiner Freundin Leah aus Wiesbaden bedanken. So Leah, thank you so much for everything. Also Leah, vielen Dank für alles. Thank you because you're always there for me. Danke, weil du immer für mich da bist. I'm damn happy to have you. Ich bin verdammt froh, dass ich dich habe. That's great. Ines, do you want to thank someone special? Möchtest du jemand besonders danken? Yes, I'd like to send a special thank you to my mom. Ich möchte mich ganz besonders bei meiner Mutter bedanken. I think I hadn't. Ich glaube. Oh, she says I couldn't have gotten through the last year without her. Ich hätte ohne sie das letzte Jahr nicht durchstehen können. She's always been there for me when she needed. Sie war immer für mich da, wenn ich sie brauchte. And when I didn't feel good. Wenn es mir nicht so gut ging. I've found a very good friend in my mom. Ich habe meine Mutter als sehr gute Freundin kennengelernt, die mich versteht, und deshalb bin ich ihr dafür sehr dankbar. Now, jetzt, now that we're done with the thank yous, we could also wir schon mal beim Dankessagen sind, our greets out. Können wir auch direkt mal unsere Grüße rausschicken. Svet greets her cuddle mouse, grüßt Enis, ihre Kuddelmaus, her okay. Twin sister Steffi, ihre Zwillingsschwester Steffi, her sister ihre Schwester, Schwester Posse, Leah, Anna und Nick, ihre Schwestern Moni Nana, und Nana, ihre Eltern, Eileen. Das war er. Ich hab's versucht. Ich wollte das hier vorlesen. What? This one? Is this short? Yeah. No, it's just that. Hi, Mula and BSB. We do that later. Hallo, Mula und BSB. Okay. Because we have a special clip. No, it was in. We have a special clip. It was in German. I think it's Nick's turn back again. Jetzt ist Nick dran. Nick, come on, Nick. Nick, los, Nick. Ja. It's from the Valentine's concert. Still remember? From the Valentine's concert. Hey, read what's up there. Come on, Friday. Komm, lies mal vor, was da vorne steht. Don't forget, you have to add the Valentine's concert. Muss das mit dem Valentine's Concert, Valentin's Konzert hinzufügen. Okay, this is I Wanna Be With You from the Valentine's Concert. It's crazy, but it's true. Come on, sing it. And everything I do, I wanna be with you. Your policy when it comes to me, like to know what's in your mind. It's not easy, see. I know now what I feel and what to do. I wanna be with you. Yeah, and I'll be waiting until you face the truth.
Danke, danke, vielen Dank. Bild. Tolles Bild. Svetlana und Ines. Oh, ja. Svetlana und Ines haben das gemacht. Hier, ich muss es mal zeigen. Super, ne? Tolles Bild. Tolles Bild. Hat eine neue Brille. Yes. This is my new glasses. Ja, ich habe eine neue Brille mitgebracht. Das sind die AJ Sonnenbrille. Ah, das sind alles kleine Geschenke, die von oben gekommen sind. Das ist yours. Das ist nur, das ist Kev. Ah, kam von oben. Ihr habt gerade toll gesungen. Wollen wir das Lied noch mal anklingen lassen? I wanna be with you. Okay. 5, 6, 7, 8. I wanna be with you. Ja, bist du der Gast? Klasse! Super. Trotzdem super, ne? Oh, ihr habt gerade erzählt. Ja, was? Ihr habt mit wem gearbeitet? Wir haben Faxes. Oh ja, wir haben hier ein paar Faxes. We work with Deutsche Telekom. Wir haben mit der Deutschen Telekom zusammengearbeitet. Wrong place. Oh, this is my telephone bill. Oh, meine, das ist meine, Telefonrechnung. Who is faxing for me at Fruben? I can't read it. Ah, das kann ich nicht lesen. Fruben? Abrufen. 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 You need hooked on finally. Nein. Wenn Sie bei... Wollen Sie von der Fu... What? So you speak in French. How do you say that? Freundlichen. Freundlichen. I think somebody said the. Ich glaube, da sagt, da schreibt jemand. Anyway. This is the Backstreet Boys hotline. Das ist die Backstreet Boys hotline. Hat sich jemand wo verfaxt, verschrieben, verwählt? Yep. Sag doch mal, was sind denn so in Amerika zurzeit eure Lieblingsgruppe? Was halten Sie von den ganzen Charts? Top 10. Pick one.
charts top 10. Mm-hmm. Pick a song? No, it, actually, number one in States is Hanson's, right? Number eins? Oh, yes. 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 Bop. Very catchy tune. Great song. Die waren am Montag, waren die hier? Got good voices. Yeah. Die haben gute Stimmen. They come on Monday? Yeah. They come Montag. Monday? Die kommen am Montag? They were here. Ah, sie waren ja am Montag. Yeah, really. Cool. Yeah. Sure. We might be doing a tour with them. Vielleicht gehen wir mit ihnen auf Tour. Mit denen? Hier in Deutschland, yeah. Oder? In the United States. In Amerika. In Christmas, maybe all for one. Us so um Weihnachten rum. Ja, erzählt doch mal so ein bisschen, was passiert denn jetzt mit euch in Amerika? Ihr nehmt jetzt Amerika auch in Angriff, nicht? Fangt ihr jetzt dort an zu touren? Yeah, our song, yeah. Right, our song, yeah, we released Quit Playing Games. Quit Playing Games, die wir rausgebracht haben. And the first week it was added in at the, on the Hot 100 charts. Was in den Hot 100? In den Charts? Oh. Auf Platz Nummer 41 in den Radio-Charts. Das ist ziemlich gut. Man muss sich das ja anders vorstellen in Amerika. In Amerika ist das ja so, es gibt tausende von Radiostationen. Und wo ich dort gewesen bin, wenn man dann einmal dran dreht, beispielsweise wo No Diggity oben in den Charts war, dann dreht man so, no, I like the way, no diggity, I like. Es läuft, wenn man Platz 41, wie ihr gerade sagt, dann hört man das Lied 3 Milliarden Mal im Radio. Und auf so einem kleinen Schutz sind bestimmt 5 week. Radiosender. Nee, das ist die erste schon. Woche. Das wirst du natürlich... Fantastisch, ne? Aber dann habt ihr keine Ruhe mehr, wenn ihr nach Hause geht. Das ist doch jetzt bestimmt angenehm, ne? In Deutschland. Ah! Und da zu Hause? No, we have a lot of German fans. Nein, wir haben auch eine Menge deutsche Fans, die nach Amerika gehen. Yes. Ja, und uns besuchen kommen. Howie! Ist euch schon mal passiert, dass ihr einkaufen gegangen seid und dann so, I got you now! No. I was shopping at. Ich bin mal einkaufen gegangen in Florida. Mall in Florida. There were two girls and da waren zwei Mädchen. Ich bin ganz alleine da lang gegangen. They went. Rumgeguckt ein bisschen und sie. Oh. Das Beat Rock. Oh. And I was like. Oh no! Ich so, nein, oh, auf keinen Fall! No, scheiße! Und sie sagten, sie haben mich um ein Autogramm gebeten und ich habe unterschrieben. Und sie waren aus Deutschland. Sie sind den ganzen Weg nach Florida gekommen, um uns zu sehen. Bei mir ist, ich werde immer mit irgendwelchen komischen amerikanischen Schauspielern verwechselt und denke immer so, ja, ich bin's Mola. Oh, and you der actor from that bist movie Speed? Bist du nicht Speed? Dieser Schauspieler aus dem Film so und so? Oh, yeah. I'm like, yes, it's me Mola from Viva. Ist der von Viva, ja. Wrong gig, sorry. Tut mir leid. Hast du eigentlich einen Führerschein mittlerweile? Ja. Yeah. Yeah. Ah! I'm in the pocket right here. Woo! Hier in meiner Tasche. AJ, I just got mine. Ich habe meinen gerade bekommen. Ich habe auch einen. Nick got his driver's license before AJ. Nick hat seinen vor AJ. Die hatten was gegen mich, die Leute. Und die haben gesagt, ich würde das nicht von Nick kriegen. Und jetzt habe ich ihn. Well, I finally got it. Und ich habe ihn jetzt endlich doch bekommen. Und hast du auch ein Auto jetzt direkt gekauft und fährst jetzt richtig schön? Ja. Ja, ja. Truck. Ich hab einen Lastwagen. Wir sagen doch. No, no, it's a cool truck. Das ist ein ziemlich cooler Lastwagen. Hey, oh baby, what's up? Ah, ich hänge mit meinen Homeboys rum. Alles klar. You got all this stuff in there. Hast du dieses ganze Zeug hier von hinten? Die Hydraulik und so zum Hoch- und Runterfahren. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool, das kann ich mir vorstellen. Ne? Dein kleiner Bruder, den sehen wir auch des Häufigeren, ne? Was hast du eigentlich damit auf sich? Man sieht ihn immer so, der schreibt auch schon Autogramme, habe ich gesehen. Der schreibt mehr Autogramme als ich. Das ist auch bitter, ne? Also, schreibt mehr Autogramme als ich. Oh. Ich sag, oh yeah, hey, what's up, yeah, baby. Oh. Ah, wie geht's los? Alles klar? Wie alt ist der? He's 9. 9? Wo kommt der jetzt, wird der jetzt, das sind Nachwuchs Backstreet Boy sozusagen. he's just doing his own thing. Ja, macht so einfach sein eigenes Ding. Wird man da was erwarten können von ihm? But he enjoys it. Das macht ihm Spaß. Yeah. Wird er auch was einsteigen in die Musikbranche, dem, so in den Bruders Fußstapfen sozusagen? I think, yeah, he does. Ja, he does möchte ich. Ich glaube, er möchte das auch ganz gerne machen, Musiker werden. He looked up at me doing and you know, said he wanted to try it out. Er möchte das gerne mal ausprobieren. It. Ja. Yeah. Mit dem Bruder kann das ja nicht mehr schief gehen, ne? Kein Problem. I think it's. Ich glaube. Time back again. No. Es ist mal wieder Zeit. Es ist mal wieder Zeit. Come on, Nick, it's easy. Come on, Nick. Los, Nick, ist ganz einfach. This is one of my favorite videos. This is Foxy Brown and Jay-Z. Das ist mein Lieblingsvideo. Woo!
Oh yeah. Oh yeah. Hey, that was Al B. Well, coming up next, als nächstes kommt Interactive News Flash. Den interaktiven News Flash. Den machen wir draus. Phil, are you there? So, meine Damen und Herren, ihr habt jetzt die Chance, uns zu schreiben. Und zwar fahren wir für euch weg, unsere Fun City Action Tour. Und ihr müsst uns euer allerschönstes Sommererlebnis aufschreiben. Also schreibt dieses auf, ja, und schickt das dann an die nun folgende Adresse. And the address is, die Adresse lautet Stichwort ja. Sommer Erlebnis Postfach 19038050500 Cologne. Hey! Alright, good. Genau richtig. Super. Perfect. Oh, super. Perfect, perfect, perfect. And what do you think? We should do some callers now. Okay. Yeah. All right. Callers, it is. Hallo. Hello. 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 Ja, hallo, hier ist Jennifer. Hallo. Hallo, Jennifer. Hey, Jennifer. Jennifer, geht's dir gut? Ja, klar, super. Noch kein Herz kann Herzkalabaster bekommen. Kannst du Englisch sprechen? Nein, ich bin eine Niete in Englisch. Du bist eine Niete? Ja. Okay. In Englisch? Nur in Englisch. Das ist schon okay so. Okay, dann sprich in Deutsch. Ja, also, ich möchte euch gerne mal fragen, wer hat euch aufgeklärt und wie wurdet ihr aufgeklärt? Oh, mit wem fangen wir an? Kev ist der Älteste. She wants to talk to us about sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Okay, okay. That's how we talk about it. What do you want to know? No, I'm kidding. Yeah, she wants to know who first taught us about... Sie will wissen, wer uns aufgeklärt hat. Well, in the United States, I don't know in Amerika, that here, but ich weiß nicht, ob es das hier auch gibt, hat man normalerweise ein Gespräch mit seinen Eltern. It's called the birds and the bees. Das heißt, über die Vögel und die Bienen. Ich habe es von meinen Brüdern gelernt. Ich habe meine Brüder gefragt. Ich wollte nicht mit meiner Mutter darüber sprechen. Ich habe lieber mit meinen Eltern gesprochen. Aber ich habe später mal mit meinem Vater darüber gesprochen. Ein bisschen. Das war ganz okay so. Über Bienen und Vögel. Und wie wurdest du aufgeklärt? Wie ich aufgeklärt wurde? Ja, bei uns in Afrika ist das alles ein bisschen anders. Da geht das direkt zur Sache. Nee, also bei uns gibt es, glaube ich, nicht so viele Tabus. Deswegen, ich habe als kleines Kind schon gesagt, Mami, was ist das denn da? Ja, das glaube ich. Meine Mutter so, ja, das ist das und das und das. Und dann, ich bin eigentlich nie klassisch aufgeklärt worden, weil ich eigentlich so neugierig war und immer direkt gefragt habe und wusste dann irgendwie schon mit 11, 12 Jahren alles, was man wissen musste. Und außerdem habe ich einen großen Bruder und eine große Schwester. Und die haben mir dann wahrscheinlich einiges beigebracht. Wahrscheinlich zu viel und zu früh, die beiden Schweine. Aber nichts gegen mich, ich liebe sie. Tong, Olum, wie geht's euch? Olum ist jetzt in Spanien. Egal. Frage hinlänglich beantwortet? Ja. Gut. Okay. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Wünsche ich euch auch. Macht's gut. Ciao. Bye-bye. Ciao. Kommen wir zum nächsten. Hallo. Ja, hallo, hier ist Nora aus Berlin. Aus Berlin? Ja, genau. Hallo, Laura. Hallo, wie heißt du? Hallo. You got the name? Yes. Laura. 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 Okay, gut. Laura. Laura. Laura, whatever. Laura, Frage schießen los jetzt. I would like to know what you dreamt last night. Ich will wissen, was ihr letzte Nacht geträumt habt. What we dreamt last night. Was wir letzte Nacht geträumt haben. We were sleeping on a plane. Wir haben im Flugzeug geschlafen. Ich kann mich nicht dran erinnern. I didn't dream. Ich habe gar nicht geträumt. Ich kann mich nicht dran erinnern. Wir haben im Flugzeug geschlafen, als wir von New York hier hingeflogen sind. As deep of a sleep as you can get. So tief, wie man eben im Flugzeug schlafen kann. Howie, did you dream? Howie, hast du was geträumt? Mm, not really. Come on. Nee, eigentlich nicht. AJ said I was dreaming about something because I was like, ich habe irgendwas geträumt. Ich habe so gezuckt. I don't know if he was dreaming about fighting somebody. Er muss mit jemandem gekämpft haben im Traum, weil er so gezuckt hat. I don't know, but he was twitching and woke me up a couple times. Er ist immer so gezuckt und hat mich ein paar Mal geweckt. I didn't dream about anything, maybe some food. I was ich habe vielleicht über Essen geträumt, von Essen geträumt. I always have a reoccurring dream. Ich habe einen Traum, der immer wieder kommt, dass ich Basketball spiele. Somebody's throwing me a pass and the ball is coming right from my face. Und der Ball kommt mir direkt ins Gesicht. And I reach my, I bring my hands up to stop the ball and I wake myself up. I'm like, Ball zu stoppen und dann wache ich auf. Und zwar so. Das ist natürlich ein komischer Traum. Jetzt solltest du mal zum Traumdeuter gehen. Hat Angst vor schnellen, heranfliegenden Bällen.
Who knows? Frage beantworten, Laura. Ja, schon, aber hier ist nochmal ganz kurz meine Freundin, die hat nämlich eine ganz wichtige Bitte an euch, okay? Hi, this is Sandra. Is it possible to get an extra autograph? Kann man hier noch ein extra Autogramm, noch ein Autogramm bekommen von euch? An extra autograph, is that possible? A what? Extra autograph. Oh, autograph? Noch ein? Yeah. Noch ein? Ja, okay, klar. Ganz wichtige Frage. Ist ganz wichtig beantwortet worden, bearbeitet worden hier und wird ausgeführt. Okay, bye. Wunsch eliminiert. Bye, have a nice day. Bye, bye. Tschüss. Schönen Tag noch. Noch ein Anrufer oder Audience? Noch ein? Hat jemand eine Frage? Ja. Questions in the audience? Okay. Aus dem Publikum? Hat jemand eine Frage? Du bist die? Steffi. Hi Steffi, wie geht's dir? Mir geht's gut. Kannst du Englisch? Ja, aber das ist zu kompliziert. Nein, Steffi, probier mal. Nein, das ist zu kompliziert. Komm Steffi, probier's mal. Sie sagen ja immer, dass sie keine Freundinnen haben. Mhm. Und wenn sie jetzt aber welche hätten und danach gefragt werden, würden sie es dann überhaupt sagen? Yeah, the question was translated or not? You say it if you have. Yeah. You say that you don't have girlfriends. We know that. But what do we admit? You, yeah, right. Yes, I would. Ja, das würde ich. But I know. I heard something about Pamela Anderson. Ich habe was von Pamela Anderson gehört. Das ist AJ. Ja, yeah, stimmt schon. What? No, that's Ryan. That's Ryan. Ah, okay. Das stimmt auch schon. You'd admit that, wouldn't you? Würdest du nie zugeben, oder? It would be kind of obvious, jeez. Das ist ja ziemlich offensichtlich. Ja. Ich habe eine Frage an Nick. Würdest du uns deinen Führerschein zeigen? Oh yes, look here, you don't jetzt? Want to see mine. Oh. Meins möchtest du bestimmt nicht sehen. Ich behalte meinen hier schön in der Tasche. Ein ziemlich hässliches Bild. Gotta try to find it. I don't know. Hey, don't look there. You might see his address or something. Nachher siehst du noch seine Adresse oder so. You can't seem to find it. There we go. Right here. Ich hoffe, ich habe ihn überhaupt dabei. Ah, hier ist er. Woo! Yeah. Okay, look at the address. All right. Oh, okay, fellas. It's Nick time. We have a new sentence coming up for Nick right there. No. It's right there. Right there. Say it right, Nick. We'll be right back after this short break. Woo! Das sind wir auch schon wieder. Wir sind jetzt beim Geburtstagskind des Tages angelangt. Bitte den Backstreet Boys Birthday Child of the Day. Es wird ein, werde nicht verraten, wir werden jetzt wählen. Der grüne Finger wird es wählen. Und dann sind wir alle dran. Right, boys? Yes. Right. Happy Birthday. Stefanie Ziegler. Steffi. Hallo. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke, oh mein Gott. Wie geht es dir? Hey, happy birthday. Hallo. Hallo. Weißt du, wer das noch ist, der hier neben mir steht? Die Backstreet Boys. Genau, richtig. Und die gratulieren dir ganz herzlich zum Geburtstag. Shall we sing happy birthday once for Steffi? Sure, sure. Are you gonna sing with us? Singst du mit uns, Mola? Come on. No. Okay. Los, mach schon. No. Hat jemand Nein gesagt? Okay, no problem. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Steffi. Happy birthday to you. Oh mein Gott. Steffi, weißt du, wer das eingebrockt hat? Ja, ich glaube schon. Sieht sie zu. Deine beste Freundin. Ja. Schasatz. Genau. Genau, Schasatz hat uns geschrieben. Er hat geschrieben, dass du ein kleiner Fan bist von den Backstreet Boys, oder? Nein, ein großer. Was macht denn heute Abend zum Geburtstag? Kevin möchte wissen, was du heute Abend machst. Wir gehen ins Kino. We're going to the cinema. What are they going to see? Was sieht euch an? Das weiß ich nicht, die wollen mich überraschen. They don't know, it's a surprise. cool. Dann guckt euch am besten an, was soll ich? Liar, ne? Set it off. Okay. Oh, set it off, good movie. Set it off. Ah, klasse Film. Yo, set it off. Set it off wäre doch mal was ganz Feines. Ja. Oh, man. Hast du auch viele Geschenke bekommen? Ja.
Was denn? Ziemlich viel Geld. Viel Geld? Ja. Oh, she got all that money for a birthday. That's cool. Ah, cool. Oh, und jetzt kaufst du einen Ferrari. Bitte? Und jetzt kaufst du dir einen Ferrari oder was? Nö. Das geht es. Ich kaufe mir Sachen von den Backstreet Boys. Oh, she spent all the money in the Backstreet Boys. She's gonna spend all the money. Backstreet Boys, T-Shirts. Nein, mach das nicht. Wer ist denn dein Lieblings-Backstreet Boy? Möchtest du den Backstreet Boys was fragen? Wie es ihnen geht. Oh, how are you? That's the question. Good. Good. Very good. It's good to be back in Deutschland. Schön, dass wir wieder in Deutschland sind. Es macht nicht Spaß, wieder in Deutschland zu sein. Wir haben auch noch ein Foto von dir. Das werden wir jetzt mal ganz kurz zeigen, damit du ganz berühmt bist. Oh Gott. Ooh, that's Steffi right there. Oh, she's cute, kinda. Ooh, she looks like schön, sehr schön. She looks like Curly Sue. Du hast aber tolle Locken, Steffi. Das ist nur eine Dauerwelle. Das ist nur eine Dauerwelle. Ja. Oh, the curls are fake. Oh, okay. She got a perm. Eine Dauerwelle? She got a perm. Du hast also. Ist das eine Dauerwelle? Oh no, she's all bald. No, nein. Oh nein. Sie hat eine Glatze. Oh nein, oh nein. Wo ist die Keksdose? Nein, nicht die Keksdose. Kennst du das noch? Kennst du den Viva-Wecker? Da haben die Backstreet Boys mitgemacht. Mal alles zusammen mit der Keksdose. 1, 2, 3. Oh nein, nicht die Keksdose. Ah, und wenn wir uns an... first German phrase. Yeah. Ja? Ja, das war das erste. Aber ich erinnere mich doch ganz lebhaft an einen Satz, den AJ gesprochen hat in einer Werbung. No, we can't say that. Oh, ich kann das nicht sagen. Eine Lage in Lingen. Ja, war das. Einmal für interaktiv. In die Kamera, bitte. Say it right, so. Yeah, right. Say it right. Sag mal. Yeah! Say it right. As I just like it. No, we have... Skull! Skull! Du hast was ganz Besonderes gewonnen, und zwar einen ganz besonderen Clip von den Backstreet Boys, extra für dich. Und das ist kein normaler Clip, sondern es ist ein Clip hier von unserem Valentinskonzert. Right, boys? And I think it's Nick time! Das ist Nick's großer Auftritt wieder. Alles Gute zum Geburtstag, mach's gut, nicht? Tschüss. Okay, Nick, go for it. This is Get Down from the Valentine's Concert. Enjoy. Backstreet Boys. You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Hey, yeah. Woo. Oh, get down, and move it all around. Get down, and move it all around me. Hey, baby, love, I need a girl like you. Been telling me. Turn it off, you ain't get your body sweating. When we alone, girl, I wanna push up. Can I get it? Yeah. Everybody throw your hands up. Come on, girl, and get down. Spike it up, flip it, and move it all around. Here it is, if you wanna get with this, put it at the top of my list. I feel like heaven when I look in your eyes. I know that you are the one for me. Yes, you drive me crazy, cause you're one of a kind. I want to love. Yeah.
Wir haben hier Starfragen hier drin. Mhm. Aha. Und wir haben Faxe. Jetzt können wir uns natürlich aussuchen, mal eine Starfrage. Aber ihr müsst versuchen, die zumindest selbst vorzulesen, die Starfrage, die ganz kurze. Okay, William, auch mal probieren. I got one. Oh. Oh, sorry. I got it. Okay. It's, oh boy. Ach du Emil. It's from Nina. Oh, von Nina? Welzer. Okay. Okay, and she's 15 years old. Sie ist 15 Jahre alt. Here we go, okay. Okay. Da ich... No. Oh, here. Where is this? Okay. Konntet ihr euch... Ja. ...euch vorstellen? Ja. Außerhalb... Außerhalb ist Ness. Oh, sorry. Außerhalb von Amerika... What? Das Set. Set leben. Zuleben. Zuleben. Yeah. Ja. Yeah. I probably could. Like, wahrscheinlich. Australia is a really cool place. In Australien, das ist sehr schön da. Some that's kind of close to like Florida would be. Irgendwo in der Nähe von Florida. Hm? Noch jemand hat den Fax da? Nice Fax. Yeah. Something to do with quit making me well or something. I don't know. Ich weiß nicht so genau, was da steht. I don't know. Ich weiß nicht. Können wir es mal die Kamera zeigen? You read it first. You read it first. Lies mal zuerst vor. I don't think so. Ich weiß nicht. Da gucken wir mal, das hat er hier gekriegt. Wo ist denn die Kamera? Hallo, Kamera. Could make it. Also ein. I don't think it got finished off. So ich glaube, das ist ja gar nicht richtig durchgekommen. Da fehlt ja ein Stück. Und noch ein Fax. Okay, what you got then? English or German? What's this? Oh, was ist das denn? This is... Should we read it? Yeah. Wichtig. Ja, ich heiße Madame und habe dringende Frage an die Backstreet Boys natürlich. Es ist eine Frage, die mich persönlich total interessieren würde. Also, ich würde gerne mal von den Backstreet Boys wissen, was so in ihren Köpfen vorgeht, wenn sie irgendwo auf die Bühne kommen und die Mädels fangen an zu kreischen, zu heulen, ohnmächtig zu werden und so weiter. Ich würde gerne wissen, was sie über Girls denken, die mit ihren Plakaten dastehen, wo zum Beispiel draufsteht, AJ, I love you more than life. Die sich einbilden, in einen der Boys verliebt zu sein, obwohl sie denjenigen doch gar nicht kennen. Denn gerade die Backstreet Boys sind doch laut Interviews der Meinung, dass man einen Menschen erst richtig kennen muss, um in ihn verliebt zu sein. Deshalb würde es mich brennend interessieren, wie sie darüber denken. Hey Mola, ich würde die Jungs gerne mal kennenlernen. Frag sie doch mal. Trick 17 mit Selbstüberlistung. Ob sie mir nicht mal einen Backstage-Pass schenken können. Meine Faxnummer. Got that? Yeah. Question. Answer it. Well, the question was what's going on in our heads? First of all, what's going on in our heads when like we see the reaction from die Reaktion des Publikums sehen und so weiter, wenn die Mädchen screaming stuff. Yeah, I mean, we kind of sit back and wonder why or what are we? I mean, we're just normal guys. Wir sind ganz normale Kerle. Wir sind gar nicht anders als andere Jungs. Was uns irgendwie etwas anders macht, dass die Leute wahnsinnig werden, wenn sie uns sehen. Das macht uns irgendwie etwas einzigartig. Das ist natürlich eine Ehre. Es ist schön, dass Musik Leute bewegt, emotional. Ja? Yeah. Yeah. Somebody got another fax over there? There's more faxes coming in. Yeah. Read this. Read this. Okay.
Mola, you're the best VJ there is. Oh, yeah. Mola, du bist der beste VJ. Witze. Show this to the BSB, danke. Sag das mal hier, bin Backstreet Boys. Greetings from Finland. Grüße aus Finnland. We're three gals here from Finland. Wir sind drei Mädchen aus Finnland. It's right near Sweden. Direkt neben Schweden. We're sure that you know that country. Wir sind sicher, dass wir das Land kennen. I guess the question is, well, anyways, we have a couple of questions. Wir haben ein paar Fragen. When are you coming to Finland? Wann kommt ihr nach Finnland? No idea. Soon. I think we'll be there. Actually, we're going on tour here pretty soon. Wir gehen going over to England, ziemlich bald auf Tour Holland, nach England, wahrscheinlich nach Belgien. And I think the dates are still open up that we're going to try to get away also die Daten sind noch etwas offen, aber wir gehen bestimmt auch nach Skandinavien, Finnland, Norwegen, Schweden und danach sind wir natürlich in Deutschland. Und die letzte Frage ist, what's with those Tommy clothes? Was ist Tommy clothes? Not that we want you to get rid of them. Wir wollen natürlich nicht, dass ihr loswerden wollt. Wir wollten wissen, ob ihr einen Sponsor habt, der mit Tommys. Ich würde da richtig was für bezahlen. Wir ziehen das Zeug immer an. Es ist einfach nur rot, weiß und blau. Amerikanisches Zeug, Klamotten. Sponsor? Hier, Backstreet Boys. Oh, sorry. Red, white and blue. Tut mir leid, blau. Wie immer. Okay, eine andere Starfrage. Okay, AJ, you try it. Ready. Okay. Who's this from? I can't read the name. Ich kann den Namen gar nicht lesen. Bosch Hart. Bosch Hart. It says Hugge, Hugge? F, Frage. Oh, Frage auf Nick. Hm? What did I say? What? Wann hat du dein Bruder Aaron. Geburtstag. 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 Oh. When's my brother's birthday? Yeah. Der Geburtstag meines Bruders? Uh-oh. Uh-oh. I forgot. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. No, I think it's, ich glaube. It's, oh yeah, it's December. Irgendwann im Dezember? I got a lot of brothers. Ich habe ziemlich viele Geschwister. Ja, ziemlich viele. It's December either 9th or the 6th. Entweder am 9. oder 6. Dezember. Just turn number around 9 or 6, yeah, whatever. Something like that. Wherever. Call us, right? Sure. Okay. Anrufe kommen jetzt. Hello. Hello. Hallo. Hallo. What's up, guys? What up? What's up? Ah, wie geht's denn, Jungs? Hey, yo. How you living? My name is Sevens. What? Sevens. Ich liebe dich? Nein. Ich heiße Sevens. Her name is... Sevens. Sevens! Ja. Es ist so leise im Studio hier, das liegt nicht an dir. Sevens ist der Name. Wie geht's euch alle? Gut. How you doing? Good. 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 Und dir? Meine Frage lautet, würdet ihr FKK machen? FKK? Ja. Oh. Amazing. Dick swinging. Oh no. Swinging naked and swinging naked. Come on! Get down! You mean going swimming dipping. In the raw? Skinny dipping. Skinny dipping? Skinny dipping. It's called skinny dipping in the U.S. Was heißt bei uns skinny dipping? Würden wir nie machen. It had to be real warm outside. Es müsste ziemlich warm sein draußen. The water had to be warm. Das Wasser müsste sehr warm sein. Also das war eine gute Frage. Challenge. Ja? Ich glaube kaum. Es sei denn, es ist so 70 Grad Wassertemperatur und Lufttemperatur. Dann werden die Backstreet Boys das machen. Hat sie das schon mal gemacht? Hast du schon mal FKK gemacht? Nein! Nein! No! Well, why did she ask us? Warum fragt sie das uns denn an? Ja, es würde mich halt interessieren, vielleicht habt ihr es ja gemacht oder was sie daran hält. Also. Aber Silvinsch, würdest du gerne mal mit den Backstreet Boys FKK machen? Nein, aber ich würde sie gern nackt sehen. Right, not here, not now. Chill. Okay. Okay. Alles klar, Silvinsch, ne? Ja. Die Frage beantwortet und ich wünsche dir einen schönen Tag. Euch auch. Ciao. Danke. Hello. 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 Hi, guys. Hallo, Jungs. Hi, hallo. Guys.
Hello. Hi. Can you turn the speaker up? My name is Annika. 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 Hello. Hello, Annika. My question is, do your parents often grumble at you, and when do they do that? Do our parents often what? What? Unsere, was machen unsere Eltern uns? Crumble. Crumble? Crumble? What is crumble? You mean... huh? Just, do you mean get mad or get angry? Sauer werden? Wütend werden? Yeah. Oh, heck yeah. Yeah. Oh, auf jeden Fall. My mom. Meine Mutter. Okay, good. Ist meine Mutter hier vielleicht irgendwo? My mom gets mad at me a lot. Oh, das macht meine Mutter. Die ist ziemlich toxisch sauer auf mich. She just basically just yells at me or hangs about me. Die schreit mich immer an. Other than that, no, we don't fight. Aber sonst eigentlich nicht. Yeah, I get... we get punished. Like sometimes I still get punished. That's just because, you know, I'm in a group or anything. You still get grounded. Like I, when I was just home, I messed up my room. Really ah, ich habe mal mein Zimmer irgendwie ziemlich durcheinander gebracht und dann habe ich Ärger bekommen. And I left it that way. Und ich habe das Zimmer nicht wieder aufgeräumt. Well, you have a home, daughter. Was hat sie geschrien? Ja, auch die Backstreet Boys werden manchmal auch diszipliniert, sozusagen. Ja. Frage beantwortet. Annika. Ja, und ich wollte noch fragen, ob Sie vielleicht einen A Cappella-Song also singen können. A Cappella? Ja. Vielleicht schaffst du Be Close to You. Aber Sie treten nach... Annika? Ja? Annika? Ja? Die Backstreet Boys werden gleich A Cappella singen. Ach, aber ja. Wir müssen jetzt erstmal Verbraucherinformationen machen. Okay. Alles klar? Ja? Okay. Okay, Annika, bye. Annika, tschüss. So, that was Annika, and I think, ladies and gentlemen, it's Nick time! Nick's großer Auftritt! Du hast jetzt schon lange genug gemacht, du musst jetzt langsam mal wissen, was los ist. Of your own, you know, your own spice. See you after the break. Bis nach der Werbung. Jetzt wieder ein bisschen Musik und... Auf der Bühne! Nur für uns dort draußen, für alle Viva-Zuschauer, die anderen, die sind weg. Und wo sind die? Irgendwo anders. Aber 40 Millionen gucken mindestens zu. Eine Akustikversion von einem neuen Song, der heißt Who Do You Love? Ich brauche jetzt einen fulminanten, Viva-mäßigen, super interaktiven Applaus für die Backstreet Boys! Danke. Thank you. Who do you love? Who do you love? I need to know, babe. Girl, I know that you are torn between what it was and what could be. I wanna know, gotta know, wanna know, gotta know. I know he's driving a fancy car. Ooh. When he always hear me feeling like a star. Oh, when I'm at home alone, I think only of you. Somebody you know. Ooh. That doesn't grow. Ooh. So how can he buy love that's not for sale? Ooh. If you two were so in love, I couldn't tell. Baby, oh. I'm alone at home, I hear your heart in spells. You gotta know, ooh. Cause how does it grow? Tell me, who do you love? Who do you love? I need to know, girl, baby. I know that you are torn between what it was and what could be. I wanna know, gotta know, wanna know, gotta know. Who do you love? Da 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 da. Oh yeah. Da 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 da. Hey! Check out the rest of the album. Check it out. Backstreet Boys. Check it out. Peace. In August. Ah, wir sind fast schon am Ende der Sendung angelangt. We're almost at the end of the show. Yeah. A few questions. Where can we see you in the summer? Are you in Germany? Wait a second. Yes, let me we'll be here. Yeah. August 22nd. Am 22. Our first August. Show.
unser erster Auftritt an meinem Geburtstag in Deutschland. For the open airs up until mid-September. Bis Mitte September. The new single then? Yeah. Den kommt dann die neue Single, wenn wir sie dann sehen. Oh, definitely. By then we're gonna have all the new material from the dann new album die ganzen in Sachen the show. And, von dem neuen Album in der Show. New song. From the album, this Saturday at the Hand in Hand Charity for Children. Und das spielen wir am Samstag auf dem Benefizkonzert. New stage and stuff on a neue Bühne. Yeah, we're looking forward to it. Ja, wir freuen uns drauf, dass ihr kommt. Outdoor open air under the stars. There might be some fireworks maybe. So vielleicht ein bisschen sogar Feuerwerk. Special effect. Technik ist auch dabei. Ist alles eine neue Bühne, alles neu und alles größer und alles besser. Ich habe mir gedacht, ich könnte die Backstreet Boys auf die Probe stellen, oder? Weil wir noch 2 Minuten Zeit haben. 2 Minuten. Und ich weiß, ich höre ganz gerne ein A Cappella von euch. Another A Cappella. Ja, another A Cappella. Noch ein A Cappella. Ich dachte, mein Deutsch ist getting a little better. Ja, ich kann es etwas besser. Ich kann es besser verstehen, als ich spreche. Can I just be close? Some from this album, yeah. Close to track. Which one? I'm going to you just be close. Which? Ja? Just to be close. Just to be close. Okay, dann. Wir sagen, die Backstreet Boys, just to be close. Just to be close. Und die Arme hoch, dann. We'll sing something from our album. Anywhere, just to be close to anybody. Das ist jetzt für alle. At the end of the road. End of the road. End of the road? Yeah. Wow. Huh? Yeah. Yeah. Just to be close, wenn ich gesungen End of the road? Yeah. Okay, end of the road. It's a tribute, I guess, to Boys to Men. You ready? Alles klar. Although we've come to the end of the road, still I can't let go. It's so natural. You belong to me. I belong to you. Come to the end of the road, still I can't let go. It's so natural, you belong to me, I belong to you. Oh. There you go. Little tribute to Boys to Men there. Ich liebe es, wenn sie singen. Liebt das auch, wenn die Backstreet Boys singen? Jetzt muss ich mal kurz fragen, wie viel Zeit wir noch haben. Wie viel Zeit haben wir noch? So, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Dark Backstreet Boys. AJ, Howie, thanks, bro. Kev, Nick, thank you for having us, everybody. So, danke, ihr könnt nochmal auf die Bühne kommen. Wir winken jetzt so noch. Morgen gibt es nochmal den Tobi mit Interaktiv. Morgen Interaktiv mit Skate Festival in Köln. Und wir sind weg und sagen ciao. Und hier mit dem Backstreet Boys auf der Bühne, die Interaktiv-Tobi. Tschüss. Look at all the ladies.